auch höher. Ja. Ja. Komm, Lavi, erzähl mal, wie findest du das hier im Kletterpark? Ah, das macht sehr viel Spaß. Das macht sehr viel Spaß? Ja. Was macht dir denn am meisten Spaß? So, am Klettern, so, wenn man an so sich klettert, ja. das macht sehr viel Spaß. Denn ich habe noch nie geklettert. Ja. Ja. In Togo habt ihr keine Klettergärten oder so, oder? So, ich weiß nicht, es kann vorkommen, dass es Kletterwald gibt. So. Ja. Ich selber habe das noch nicht gemacht. Ach so. Das ist mein erstes Mal. Was macht ihr denn in eurer Freizeit in Togo? Ach so. Fernseher gucken oder Fußball spielen. Fernseh gucken? Ja. Ja? Ja. Hat denn jede Familie einen Fernseher im Haus? Ja, natürlich. Jede Familie hat einen Fernseher. Hat denn jede Familie auch einen Computer im Haus? Nee. Nein. Nein. Ach so. Ja, das ist schön. Und was esst ihr denn immer so in Togo? Also, wir essen also den Teig. Ja. Teig, das heißt auf Französisch La Pâte. Ja. Auf Ewe Akple. Da Akme. Ja. Und Reis, Bohnen. So viel zu essen. Ja. Ja, wenn du nach Togo kommst, kannst du unser Essen, so unsere sogenannte Akme probiert. Ja. Mhm. Justine, hast du vor der Togo-Fahrt, vor unserem Togo-Besuch, hast du die Schule fertig gemacht? Ja. Ja? Was hast du denn für einen Schulabschluss gemacht? So, sie hat dieses Jahr sein Abitur bestanden. Herzlichen Glückwunsch, Justine, für deinen Schulabschluss. Hast du dich gefreut, dass du fertig bist? Ja. Ja? Und was hast du jetzt vor? Was möchtest du für einen Beruf lernen? So, ich möchte gerne an der Jura studieren. Jura studieren? Ja. Du möchtest Richterin werden? Ja. Ja? Wahnsinn, das ist ja cool. Kann man, wie viele Richter gibt es denn in Togo? Es gibt so viele Richter. Ja? Ja. Ich kann nicht die genaue Zahl geben, aber ich weiß, dass es viele Richter in Togo gibt. Hallo Lisa. Hallo. Du bist jetzt für die zweite Hälfte des Togo-Besuches die Gast oder ein Teil der Gastfamilie für Justine. Wie hast du so die ersten Tage jetzt, seit Montag ist ja Justine bei dir, so mit Justine erlebt, so als Gastfamilie? Ich kannte Justine ja vorher auch schon und eigentlich war es ganz gut. Also ist schon ein bisschen anders, wenn man sie selber in der Gastfamilie hat, weil man sie dann ja auch den ganzen Tag um sich hat, aber doch, ist eigentlich ganz gut. Hat sie den Wechsel auch gut überstanden? Ja, ich glaube schon. Ja? Was macht dir am meisten Spaß während des Togo-Besuches jetzt so? Die Togolesen sind jetzt schon anderthalb Wochen hier. Was macht dir am meisten Spaß? Ja, eigentlich so auch so ein bisschen so mitzukriegen, wie das bei denen ist und dann im Vergleich, wie das bei uns ist. Das finde ich eigentlich ganz interessant und macht dann auch ganz Spaß, wenn man einfach so mit denen ein bisschen so auch rumalbert und so. Kannst du da ein Beispiel nennen? Ja, zum Beispiel auf dem Bauernhof, da, als wir noch auf der Schaukel waren oder ja, einfach so, was zwischendurch immer so ist. Die schulische Situation wahrscheinlich in Togo, wovon Jules gestern berichtet hat im Museumsdorf. Ja, das war auch ganz interessant. Hat Justine denn schon gekocht oder weißt du das, ob die bei Carola schon gekocht hat, auf Togolesisch, Afrikanisch gekocht hat? Also bei uns hat sie jetzt noch nicht gekocht, aber bei Carola weiß ich gar nicht. Ist vielleicht ja mal eine Idee für die nächsten Tage. Ich bedanke mich für das kleine Interview mit dir und ich hoffe, dass du noch die nächsten Tage auch viel Spaß hast. Dankeschön. Tschüss.